Es gibt einen einzigen Satz, mit dem können Sie jeden dummen Spruch und jeden verbalen Tiefschlag kontern, ganz egal, ob Sie jemand angreift, ob er Sie beleidigt oder ob er Sie der Lächerlichkeit preisgeben will. Mit diesem Zaubersatz, da gewinnen Sie sofort die Oberhand und Sie bringen den Angreifer auch noch in Verlegenheit, versprochen. Mein Name ist Martin Wehle, Buchautor und Karriereberater. Mein Zaubersatz, der hat eine Geschichte. Es ist viele Jahre her, da habe ich eine mittelständische Firma beraten, deren Prokurist zu verbalen Ausfällen neigte. Immer wieder passierte es, dass er bei Sitzungen mit Schimpfwörtern und Beleidigungen um sich warf. Zum Beispiel sagte er zu einem engen Mitarbeiter, der ihm vorsichtig widersprochen hatte, wenn Sie weiterhin solchen Unfug erzählen, lasse ich Ihren Geisteszustand testen. Der Mitarbeiter, der zuckte zusammen, der verstummte und der schrumpfte auf seinem Stuhl regelrecht zusammen. Und eine Projektmitarbeiterin, die eine Idee vortrug, bekam von ihm als Echo zu hören, Ihr Geschwätz bringt uns hier kein bisschen weiter, denken Sie gefälligst nach, bevor Sie den Mund aufmachen. Und ich selbst, der ich die Meetings moderierte, musste mir von ihm sagen lassen, schlaue Reden helfen uns jetzt auch nicht weiter. In der Theorie, in Ihren Büchern mag das funktionieren, in der Praxis ist dieser ganze Käse wertlos. Ich war ganz verzweifelt über diesen Umgangston. Und nicht nur ich, nach der Sitzung kamen mehrere Mitarbeiter auf mich zu und beklagten sich über diesen Prokuristen. Einer sagte sogar, wenn Sie dabei sind, Herr Wehle, ist er viel freundlicher als sonst. Schimpfwörter sind hier an der Tagesordnung. Was sollte ich tun, um diesen Wüstling zur Ordnung zu rufen? Leider fiel mir der Zaubersatz, mit dem Sie jeden Angreifer in die Schranken weisen können, nicht sofort ein. Deshalb war mein erster Versuch anders. Ich führte ein Einzelgespräch mit dem Prokuristen und ich wies ihn darauf hin, wie seine verbalen Ausfälle bei den Mitarbeitern ankamen. Dass die nicht nur deprimiert, sondern auch demotiviert waren. Und dass ein konstruktiver Umgangston auch konstruktivere Arbeit ermöglichen würde. Er nickte, er sah alles ein und er versprach mir in die Hand, diplomatischer und verbindlicher mit seinen Mitarbeitern umzugehen. Ich war damals noch ein junger Berater, hatte mit seinem Persönlichkeitstyp noch nicht so viel Erfahrung und ich sah die Sache in trockenen Tüchern. Bei der nächsten Sitzung war ich sehr gespannt, wie er nun nach dem Gespräch mit mir auftreten würde. Doch ich traute meinen Ohren kaum, als er schon zur Eröffnung sagte, wenn Sie weiter in diesem Schneckentempo arbeiten, bleibt unser Projekt ein Rohrkrepierer. Und wieder griff er in die unterste Schublade und ging einzelne Mitarbeiter an. Reihenweise machte er seine Leute klein. Ich war ganz verzweifelt. Was konnte ich denn jetzt noch tun? Und da kam mir eine Idee. Ich flüsterte dem nächsten Mitarbeiter, der mich auf seinen Chef ansprach, einen Zaubersatz ins Ohr. Sagen Sie bitte genau das, wenn Ihr Chef Sie in öffentlicher Runde noch einmal angreift. Ich bat ihn zugleich, den Satz an seine Kollegen weiterzugeben. Und ich selbst nahm mir vor, den Satz ebenfalls zu sagen, falls es nötig würde. Denn in der Vergangenheit war es mir mit diesem Satz mehrfach gelungen, verbale Störenfriede zur Ordnung zu rufen. Und gerade dieser Prokurist, ein eher narzisstischer Typ, der würde großen Wert darauf legen, vor den Augen der ganzen Gruppe nicht schlecht dazustehen. Und so kam die nächste Sitzung. Und so kam die nächste Situation, in der einen Mitarbeiter wieder niveaulos anging. Er sagte nämlich, Sie haben das Schießpulver nicht gerade erfunden. Ich saß wie auf Kohlen, denn ich fragte mich, würde der Mitarbeiter jetzt mit dem Zaubersatz antworten oder hatte ihn dieser Satz womöglich gar nicht erreicht? Doch dann sah ich, wie der Mitarbeiter sich gerade machte am Tisch, als habe ihn der Gedanke gerade den Rücken gestärkt und dann sagte er sehr sachlich, aber auch sehr bestimmt, bitte kehren Sie auf unser Niveau zurück. Ich beobachtete den Prokuristen. Durch sein Gesicht fuhr eine Zuckung, als hätte man ihm einen Stromschlag verpasst. In aggressivem Ton fragte er nach, wie darf ich das verstehen? Der Mitarbeiter schien mit sich zu ringen, denn er schwieg einen Moment, aber dann sagte er wieder klar und deutlich, Sie dürfen es so verstehen, wie ich es gesagt habe, bitte kehren Sie auf unser Niveau zurück. Am Tisch breitete sich ein zustimmendes Gemurmel aus. Und in diesem Moment sagte ich dann, ich teile diese Auffassung, wir sollten ein gewisses Niveau halten und konstruktiv agieren.
Der Prokurist holte tief Luft und einen Moment lang rechnete ich mit einer Explosion, doch dann fuhr er in einem auffallend milden Ton fort, als hätte er gerade Kreide gefressen. Damit war er von seinem schlechten Umgangston nicht geheilt. Nein, nein, ich darf Ihnen sagen, der Satz, bitte kehren Sie auf unser Niveau zurück, der ist noch mehrfach in den nächsten Wochen gefallen, aber er wurde immer seltener nötig. Denn der Prokurist, der hatte diese Botschaft aus der Runde seiner Mitarbeiter verstanden und seine verbalen Ausfälle, die wurden seltener und seltener und er fing sich wesentlich schneller wieder ein. Und gern möchte ich Ihnen jetzt genau diesen Satz ans Herz legen. Wenn jemand ausfällig wird, wenn Ihnen jemand eine Beleidigung an den Kopf schleudert, wenn Sie jemand mit einem unberechtigten Angriff oder einer Unterstellung belästigt oder wenn jemand unflätige Wörter in den Mund nimmt, dann sagen Sie bitte einfach, bitte kehren Sie auf unser Niveau zurück. Oder wenn Sie mit ihm allein sind und ihn duzen, bitte kehre auf mein Niveau zurück. Oder das geht auch, bitte kehre auf ein zivilisiertes Niveau zurück. Warum funktioniert dieser Satz so gut? Weil er eine Urangst im Angreifer weckt, die Angst davor, ausgegrenzt zu sein. In der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte bedeutete es den sicheren Tod, wenn ein Mensch von seiner Gruppe ausgestoßen wurde. Keine Nahrung, keine Unterkunft, kein Leben. Darum tragen wir alle bis heute das tiefe Bedürfnis in uns, dazuzugehören und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Niemand will ausgegrenzt sein. Der Satz, bitte kehre auf unser Niveau zurück, der spielt auf dieser psychologischen Klaviatur. Übersetzt heißt er nämlich, im Moment hast du dich von der Gruppe ausgeschlossen, aber wir öffnen dir jetzt eine Tür, durch die du wieder zu uns zurückkehren kannst. Fast alle Menschen benutzen diese Türe dann auch, mäßigen ihren Ton und kommen zurück zu zivilisierteren Umgangsformen. Dieser Satz bezieht seine Stärke auch daraus, dass sie den anderen nicht angreifen. Sie könnten ja auch sagen, hör sofort auf mit deinen Beleidigungen. Oder solche Angriffe von dir muss ich mir nicht gefallen lassen. Aber stattdessen nehmen sie ein positives Wort in den Mund. Die Sprache ist von Niveau und dieser Satz, bitte komm zurück auf unser Niveau, der hat eben Selbstniveau. Er bringt den Angreifer in Verlegenheit. Er befreit sie aus einer unangenehmen Situation und er sorgt dafür, dass der andere künftig bessere Umgangsformen pflegt. Probieren Sie es bei nächster Gelegenheit aus. Der Satz funktioniert vorzüglich. Wollen Sie Ihre Rhetorik auf ein neues Niveau bringen? Wollen Sie immer schlagfertig antworten und andere Menschen mit Ihrem Reden faszinieren? Dann nutzen Sie gern mein Personal Power Paket. Das sind 3 große Videokurse, auch zur Rhetorik. Einen schenke ich Ihnen komplett und einen anderen zur Hälfte. Linke der Infobox und unter diesem Video. Empfehlen Sie dieses Video bitte vielen Menschen weiter. Dann heben wir zusammen das Niveau der Kommunikation in unserem Land auf ein neues Niveau. Und abonnieren Sie meinen Kanal gern mit Glocke. Nur mit Glocke bekommen Sie immer Nachricht, wenn ein neues Video erscheint. Ich freue mich auf Sie. Ihr Martin Behrle.